Freunde, der Max ist Wissensmeier, Psychologe und ich habe mal von der Zeit so eine kleine Reihe angefangen mit Hemmschis Lebensweisheiten. Ich gucke ja immer, worauf habe ich Bock, mal welche Themen auch mal jenseits des Standardmäßigen zu behandeln. Und heute mal das Thema, ich bin ja auch in so einem jungen Alter, wo man mal nachdenkt, wie kann man sich denn absichern für die Zukunft, die ja irgendwie, war wahrscheinlich schon immer so, aber sehr unsicher erscheint. Und ich sag mal gleich vorab, das ist jetzt, ich sag einfach nur meine persönlichen Meinungen, was ich so gelernt habe im Leben. Und ist natürlich keinerlei Anlageberatung oder irgendwas in der Richtung, sondern einfach Meinungs-, persönliche Erfahrungsvideo und Sachen, Fehler, die ich nicht nochmal machen würde, auf jeden Fall. Klar, man hat ja großen Wunsch, sich abzusichern. Dafür muss man natürlich auch überhaupt erstmal irgendwas haben, mit dem man sich absichern kann. Also wenn man ständig von der Hand in den Mund lebt, dann ist natürlich schwierig, sage ich mal. Ne? Und das, da kommen wir auch schon zum ersten Problem heute, dass früher, also meine Eltern jetzt, also klar, für die war das auch ein Angang, ein Haus zu bauen, aber meine Eltern, die waren beide in der Textilbranche, so als einfach Industriekaufmann, nichts Besonderes und oder vielleicht damals schon was Besonderes, aber keine herausgehobene Stellung, aber die konnten sich halt ein Haus bauen, so, ne? Also klar, mit viel Eigenleistung, also auf dem Dorf, da hilft man sich ja auch und was weiß ich, aber Ende des Tages eine Sache, die heute aus so einem Standardeinkommen unmöglich ist, so, ne? Und das wollte ich einfach mal ein bisschen beleuchten und also so eine Art von, ich meine, das ist man ja auch ewig gut mit gefahren, mit Immobilien und ja, also scheinbar können wir jetzt dadurch, dass wir diesen massiven Zuchtzug haben, wird das vielleicht auch weiter gut funktionieren, kann gut sein, weiß ich nicht. Aber ich wollte nur sagen, dass für die Standardperson ist das ja gar nicht, wie soll das gehen, ne? Da kommen wir, guck doch mal mein erstes Video mal an, überhaupt Umgang mit Geld, wie kannst du da vielleicht die da an dem Punkt mehr Lockerheit verschaffen, aber erstmal muss man einfach anerkennen, das muss ich wirklich sagen, also das ist, also für meine Generation war das schon schwieriger und für danach, was da nach mir kommt, ist es noch viel schwieriger, ne? Also das ist ja, ich weiß nicht, da gibt es auch so Statistiken, wie viel Jahreseinkommen du brauchst, ein Haus zu bauen. Das ist ja, und ich habe da auch neulich ein Video gesehen über Wohnungsnot in Großstädten. Das ist wirklich, ey, wie soll das gehen? Ich weiß auch nicht, wenn du irgendwie so ein kleines Gehalt hast und du fliegst irgendwie in Berlin aus einer Wohnung raus, das war's, du kannst die Stadt verlassen, ne? Das ist, oder kannst damit 50 wieder eine WG ziehen oder ich weiß nicht. Also das ist wirklich krass so, ne? Also ich denke, also was ich gelernt habe in meinem Leben ist, ich meine, ich hatte lange Zeit, hätte ich wirklich nicht einen Euro sparen können. Also was ich gelernt habe, ist auf jeden Fall, man sollte möglichst schnell Schulden abzahlen, auf jeden Fall so, weil das ist eigentlich immer die höchste Rendite, so in aller Regel. Also klar, es hängt natürlich ein bisschen von der Zinslast ab, aber ich meine, ich glaube nicht, dass die Zinsen so schnell wieder, dass wir wieder so eine Nullzinspolitik kriegen, da kommen wir gleich noch zu. Das ist, glaube ich, unmöglich, so aufgrund dieser ganzen, wie der Staat sich immer wieder neu verschuldet und Geld gedruckt wird überall. Ich denke, es gibt auch eine ganze Menge politische Probleme. Aber so bei hohen Zinssätzen, vor allen Dingen Girokredit, also das Beste ist halt immer, vor allem Schulden abzahlen, so ich. Also es belastet einen ja auch total, ne, wenn du so einen riesen Schuldenberg hast. Also ich hatte tatsächlich immer mal wieder Phasen in meinem Leben, bin auch in diese typische selbstständigen Falle getappt, dass man sich nicht genug Geld zurücklegt, weil die Steuer kommt ja erst so nach 2-3 Jahren so richtig und dann hast du auf einmal, musst auf einmal Fantastia Summe X irgendwie zahlen und das hatte ich am Anfang mal, das ist aber so ein spezielles Learning für Selbstständige, glaube ich, und hatte aber auch Phasen, ja, was damals nach
Trennung aus meiner Langzeitbeziehung, die auch sehr ruckelig verlief, da hatte ich, das hatte ich echt einen riesen Batzen Schulden. Das war nicht lustig, kann ich euch sagen. Da musste ich echt richtig reinhauen und war echt nicht schön. Also das würde ich immer wieder empfehlen. Also es gibt ja Leute, die sagen, so scheißegal, dann rennt man eben mit Schulden durchs Leben. Ich finde es, also du gehörst ja auch der Bank dann ein Stück weit so, ne? Und kann immer mal irgendwas passieren, dass du die nicht zurückzahlen kannst und dann geht diese ganze Scheiße los und also das habe ich schon recht früh gelernt, dass man das, glaube ich, möglichst reduzieren sollte so. Und das Zweite, was ich gelernt habe, das habe ich früher nicht so gemacht, ist, man sollte auf gar keinen Fall Bargeld oder zu viel Geld auf dem Bankkonto haben. Also das ist wirklich, weil das, wenn ihr mal seht, irgendwie sagen wir mal Euro gegen Gold oder Euro gegen irgendwas, was den Wert so erhält, ne? Wenn man sich da mal so einen Graphen anguckt, dann sieht man, dass alle westlichen Währungen, überhaupt alle Währungen entwerten in einem irrwitzigen Tempo. Das kriegt man ja gar nicht mit. Dann denkt man, du hast 10.000 Euro auf dem Konto liegen, aber das sind nach ein paar Jahren keine 10.000 Euro mehr. Das sind dann nur noch, gerade jetzt, wo wir diese hohen Inflationen haben, ich persönlich glaube auch nicht, dass es so schnell wieder aufhört, sind es nur noch 9.000. Das ist eigentlich eine ständige Enteignung oder eine Verwässerung deines Geldes. Was ist Geld eigentlich? Geld ist ja, also klar, ist ein Tauschmittel, aber es ist auch ein Wertespeicher eben für geleistete Lebensarbeitszeit so, und das ist denkbar schlechter Wertespeicher so, ne? Das liegt da rum, du denkst prima, und das Geile ist ja nochmal, also gut, Bargeld ist eine Sache, aber Bargeld sehen wir ja, dass da die, soll ich mal sagen, der Staat immer mehr will ja gar nicht mehr, dass du Bargeld hast irgendwie so, ne? Das kann man ja nicht kontrollieren und was weiß ich, also das wird auch schon immer schwieriger. Du kannst zwar 10.000 Euro abheben, aber bring mal 10.000 Euro in bar wieder zurück zur Bank. Also das war vielleicht 20, weiß nicht. Aber du wirst da an bestimmten Punkten, das ist so ganz viele Probleme kriegen, das Geld überhaupt einzuzahlen. Ne? Da musst du dich wieder rechtfertigen, woher kommt denn das Geld? Und Geld auf der Bank, das ist ja gar nicht da. Ich meine, das macht sich wieder gar nicht so klar. Das Geld liegt da nicht, wenn du auf deinem, wenn auf deinem Konto da steht 10.000 Euro, 20.000, das ist nicht da, das ist schon längst wieder, die müssen, glaube ich, wie viel müssen die halten? Ich glaube, 7-8% müssen die halten von dem Geld, was wirklich eingezahlt wird, und den Rest können sie ja gleich wieder verleihen das Geld ist nicht da, ne? Das ist, also wenn alle in einem Moment ihr Geld abheben wollen würden, das wäre nicht da, es wäre einfach nicht da. Also deswegen, das war ja schon damals in der Finanzkrise, musste ja schon Angela Merkel sagen, boah, ja, dass die Bankkonten sind sicher, weil das ist ja heute nach wie vor so, das weiß, wissen glaube ich auch viele gar nicht, dass Bankguthaben sind nur bis 100.000 Euro abgesichert, ne? Also wenn die Bank pleite geht, sagt man immer, kann ja nicht passieren, aber die Banken sitzen ja auf riesigen Schulden durch diese Nullzinspolitik und jetzt Hochzinspolitik, sitzen die ja auf Wertpapieren, die eigentlich nichts mehr wert sind. Also das kann jederzeit wieder passieren, dass man eine große Bank und dann, ist ja in den USA passiert, ne, mit Lehman Brothers, dann guckst du in die Röhre, ne? Also, während zum Beispiel Aktien und so Sondervermögen sind, ne, das, gut, da kann man jetzt auch sagen, vielleicht wird das auch einfach durchgestrichen auf dem Zettel, aber nach derzeitiger Rechtslage ist das eben nicht verschwunden, so, ne, so. Selbst bei einer Bank, die pleite geht. Also das muss man sich mal überlegen irgendwie. Also das politische Problem dahinter ist, deswegen, das ist auch einer meiner Hauptgründe, warum ich nicht so richtig an Politik glaube, ist, dass wir alle noch in diesem System sind, wo, also da kommt jetzt irgendeine Partei dran und die sagt jetzt, was weiß ich, wir wollen alle Flugzeuge vergolden, nur ein dämliches Beispiel irgendwie, ne? Das Geld ist ja gar nicht da, ne? Oder meinetwegen, wir wollen, jeder kriegt 1.000 Euro oder was weiß ich, oder wir machen jetzt für die Aluminiumindustrie, machen wir jetzt Strom billiger, ist auch scheißegal, es können ja alles gute Gründe sein, ne?
Aber das Geld ist ja gar nicht da. Das Geld ist gar nicht da. Es wird dann gedruckt, ne? Es wird gedruckt. Und das machen die Staaten seit zig Jahren so. Es wird, beziehungsweise seit, ich glaube, in den 70ern ist ja damals der Goldstandard abgeschafft worden, ne? Und Bretton Woods. Und ja, und es wird gedruckt. Und was heißt das, dass es gedruckt wird? Die Geldmenge steigt, aber der Wert der Gesellschaft steigt ja nicht. Und das heißt, das, was du auf deinem Konto hast, das wird weniger, ne? Das ist so. Und deswegen, das ist einer der Hauptgründe, glaube ich, warum, eigentlich die Leute, die wenig haben, noch weniger haben tendenziell. Und die Leute, die das verstanden haben oder die vielleicht auch die gute Ressourcen haben, da haben wir diese ständige Umverteilung von unten nach oben, ne? Die profitieren davon, so, ne? Also um das wird jede Regierung machen, egal wer da drankommt, um ihre Vorhaben umzusetzen, wird irgendwas erschaffen, was vorher gar nicht da war. Aber das ist auch wenn du es erschaffst, ist es noch nicht da, ne? Und das ist, also je ineffizienter der Staat arbeitet, und das kann man, glaube ich, alle sagen, dass der Staat sehr ineffizient arbeitet, trotzdem will ich jetzt, ist gut, dass wir einen Staat haben, also Anarchie wäre noch viel schlimmer, also und vieles ist ja auch gut geregelt, will ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist eine ständige Geldumverteilung so, ne? Und dem kannst du nur entgegen, wenn du dein Geld, ich will jetzt gar nicht sagen, was, das muss ich dir selber überlegen, aber in irgendeiner Weise, falls du überhaupt irgendwas übrig hast, das Beste ist natürlich überhaupt erstmal immer Geld zu verdienen, also Geld verdienen ist sowieso immer besser als anlegen irgendwie. Beste ist, das nicht irgendwie als Bargeld rumzuliegen haben. Und das machen ja viele noch so. Ne? Das ist, also klar, das ist dann ein Risiko. Du musst es in irgendwas anlegen und dann geht es vielleicht hoch und runter und so. Aber über lange Sicht hat das ja immer hervorragend funktioniert eigentlich. Ne? Nächster Punkt ist, das ist auch, also ich persönlich bin ja großer Verfechter von Bitcoin, ne? Deswegen habe ich das auch als Zahlungsmittel. Warum Bitcoin? Also klar, da hört man auch viel Negatives drüber, aber das wissen, glaube ich, viele gar nicht. Inzwischen ist das ja das ist vor, weiß ich nicht, 2 Monaten oder so, ist das anerkannt worden in den USA. USA wieder viel weiter als Europa, also Bitcoin ist ja so eine Kryptowährung, wie viele total fasziniert davon, weil das eine Sache ist, die völlig, das ist wirklich so eine Grassroot-Geschichte, ne, Bitcoin, das läuft völlig, es ist zensurresistent, es läuft ohne jede Mithilfe des Staates irgendwo, es ist nicht kontrollierbar, es ist dezentral und ist auch nicht, im Grunde genommen auch nicht hackbar, so, also das sind halt so mathematische Prinzipien, sag ich mal, die dahinter stehen. Und klar, da kann man jetzt nicht groß mit bezahlen oder so, also beziehungsweise ist ein bisschen mühsam, aber es ist vielleicht, es wird scheinbar ein immer besserer Wertespeicher und es ist das Einzige, was, wo der Staat überhaupt keinen Einfluss drauf hat. Ne? Er kann das zwar versuchen, irgendwie einzuschränken und was weiß ich. Aber letzten Endes kann er da nichts gegen machen, ne? Dass du da, und das sieht man in Ländern, wo die Währung zusammenbricht, dass alle Leute in Kryptowährungen gehen und die gehen durch die Decke. Also vor allen Dingen, also Bitcoin ist eigentlich die einzige, die da so richtig anerkannt ist, sage ich mal, weil dieser Gründer ist auch auf magische Weise verschwunden und es ist eben nicht so, dass da irgendwie eine Firma hintersteht oder sowas. Also das ist in vieler Hinsicht einzigartig da, Bitcoin. Und also ich finde es total spannend, weil das kann niemand dran, ne? Und das ist, kannst ja auch nicht einen Haufen Bargeld irgendwie im Flugzeug mitnehmen oder so, wenn du mal auswandern willst. Das geht alles nicht, ne? Da kannst du das Geld nicht überweisen, kannst es nicht abheben. Also es gibt, Staat kann überall eingreifen, da allerdings nicht wirklich so, ne? Also insofern finde ich das persönlich sehr spannend, weil das Interessante an Bitcoin ist halt, das kann nie inflationär sein, weil die Menge an Bitcoin, die es
irgendwann mal geben wird. Also können immer neue geschürft werden. Was das jetzt ist, wird vielleicht jetzt so weit führen. Aber die ist halt festgelegt auf 21 Millionen. Es gibt jetzt mittlerweile so bummelig 20 Millionen. Eine Million werden halt noch geschürft mit mathematischen Verfahren. Und dann ist Feierabend. Das kann nie erhöht werden. So, ne? Und insofern spannende Sache, und man sieht das, ich habe neulich mal so eine Grafik gesehen, Bitcoin gegen US-Dollar, gegen Yen, gegen Euro, da sieht man schon, dass, also der Dollar noch am wenigsten, aber dass alle anderen Währungen entwerten wie nichts Gutes irgendwie so, ne? Man sollte echt überlegen, ich meine, manche kaufen sich vielleicht Gold oder was weiß ich, aber Gold hat halt auch eine beschissene Wertentwicklung. Man sollte sich mal überlegen, ob man nicht irgendwas hat, und vielleicht ist auch ein bisschen Bargeld im Tresor oder auch eine Idee für schlechte Zeiten, was nicht plötzlich durchgestrichen werden kann und wo gesagt wird, die Bank ist pleite und du kommst nicht mal ran. So, ne? Also das, da würde ich echt mal drüber nachdenken. So, ne? Ja, also ich denke, es ist einfach eine gute Idee. Also ich meine, es muss ja trotzdem alles versteuern und was weiß ich, auch Kryptogewinne ist ja alles richtig. Aber sozusagen Aufbewahrungsspeicher zu haben für Geld außerhalb des Bankensystems ist, glaube ich, eine gute Idee, ne? Also das, man weiß nie, was noch kommt, ne? Und weiterer Tipp, den ich noch hätte, wir haben eine viel längere, also viele Menschen werden eine viel längere Rentenzeit haben, so, ne? Klar, jetzt, das schrauben sie jetzt ständig hoch, aber ich würde, also ich glaube sowieso, das Beste ist immer, man investiert auch viel in sich selbst, in Ausbildung, was weiß ich, und auch Sachen, die du vielleicht noch in der Rente machen kannst. Das muss ja nicht Steine schleppen sein, aber ich glaube, vielen tut das gar nicht gut, so dieser krasse Wechsel von muss ganz viel arbeiten und plötzlich soll ich gar nicht mehr arbeiten. Also das, man sieht ja auch, dass das manchmal Menschen so relativ schnell alt werden, wenn sie keine Aufgabe mehr haben. So, also das wäre auch so ein Rat, den ich hätte, wenn du dich, man kann sich eh nicht hundertprozentig absichern gegen die Zukunft, aber auch zu überlegen, was kann ich denn weitermachen? Weil ich glaube, irgendwelche Aufgaben zu haben, die vielleicht auch, wo du vielleicht auch Geld mit verdienst, auch im Rentenalter, hält dich, glaube ich, mega fit. Du kannst dann, ich meine, klar, das Alter ist gerade in unserer Gesellschaft nicht so anders angesehen, anders als in Japan. Aber du kannst, du hast ja super viel gelernt, kannst das weitergeben oder du kannst auch irgendwas ganz Neues noch anfangen. Oder, also das ist ja toll, wirklich in unserem, das muss ich schon sagen, unserer System, was wir hier haben. Du kannst ja ständig was Neues anfangen, ne? Ein neues Kleinunternehmen oder was weiß ich, ne? Oder du machst irgendwelche Beratungsleistungen für irgendjemand. Also warum muss man unbedingt aufhören zu arbeiten und dann versuchen, zwanghaft von dem oft wenigen, also Rente ist ja auch nicht mehr viel, zu leben, was man noch hat, ne? Warum nicht zu überlegen, und dafür musst du natürlich auch deinen Körper fit halten, Geist fit halten, was kann ich im Alter noch machen? Das ist, glaube ich, viel befriedigender, als nur so auf La Gomera rumzuhängen oder so, ne? Wenn man sich das überhaupt leisten kann. Oder weiß ich nicht, irgendwie so, das kann ich ja den ganzen Tag chillen, ist ja super. Der Mensch ist nicht zum Chillen gemacht, so, ne? Ja, also, das sind einfach so ein bisschen Gedanken. Weiß nicht, ob euch das so interessiert.